Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Eines der häufigen Missverständnisse über meinen Investmentansatz ist ja, dass ich nicht in Wachstum investiere. Nun, das ist schlicht und ergreifend so nicht richtig. Vielmehr ist es doch so, dass Investoren halt unterschiedliche Ziele haben. Jemand, der vielleicht schon Ende 50, Anfang 60 ist und der absehbar irgendwann von seinen Dividenden jetzt oder in den nächsten 5, 6 Jahren leben möchte, der wird selbstverständlich in andere Titel investieren als jemand, der erst in 30 Jahren auf seinen Dividendenstrom zugreifen möchte. Ganz salopp gesprochen, der Ältere investiert eher in Realty Income, der Jüngere eben in etwas anderes. Ich habe in meinem Depot durchaus Wachstumstitel drin, jetzt nicht unbedingt die mit 0,2% Dividendenrendite oder ganz ohne Dividende, aber das ist auch nicht notwendig. Ein Beispiel ist die Firma L3 Harris Technologies. Die Firma ist im Bereich Luft- und Raumfahrt, Überwachung und Kommunikation tätig und sie war in meinem Depot im Februar diesen Jahres Aktie des Monats. Alles Wachstumsbereiche, wo man hier tätig ist. Der Umsatz stieg nämlich in den vergangenen 20 Jahren von 1,85 Milliarden auf 18,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg in den letzten 15 Jahren jährlich um fast 14%. Wenn das kein Wachstum ist, dann weiß ich nicht, wie Wachstum aussehen sollte. Klar, größte Vertragspartner der Firma sind die NASA, das amerikanische Verteidigungsministerium und der amerikanische Wetterdienst. 78% aller Aufträge kommen von amerikanischen Regierungsbehörden. Trotzdem hat man auch jede Menge Kunden im Ausland. Denn man kann bei L3 Harris Technologies alles kaufen, vom Nachtsichtgerät bis zu Raketenlenksystemen, Wettersatelliten, Mobilfunksatelliten, alles das ist lieferbar und Kunden in mehr als 100 Ländern bedienen sich bei der Firma. Übrigens, das berühmte rote Telefon zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten wurde von L3 Harris Technologies ausgestattet. Also, Satellitenkommunikation sowohl im militärischen Bereich als auch im zivilen, Radio, Funk, Fernsehen, unser Mobilfunk, das alles läuft über L3 Harris Technologies. Marssonden werden mit Technologie aus diesem Unternehmen ausgestattet. Ich habe Ende Februar 2021 die Aktie zunächst für mein Junior-Depot gekauft, aber dann mich entschlossen, sie auch in mein großes Zahltag-Depot aufzunehmen, obwohl die Dividendenrendite damals bei nur 2,19% und damit unter der Inflationsrate lag. Überzeugender für mich waren die Dividendensteigerungsraten. Die beträgt nämlich in den letzten 15 Jahren durchschnittlich 19,3%. Und kurz nach meinem Einstieg gab es dann auch die erste Dividendenanhebung von sage und schreibe 20%, nämlich von 85 Cent pro Quartal auf 1,02 $. Der faire Wert der Aktie beläuft sich Ende 2023 auf $224,99. Damit ist die Aktie aktuell kein Schnäppchen mehr. Als ich sie gekauft habe, lag das KGV bei 15,73, also unter dem durchschnittlichen KGV von 16,87. Derzeit liegen wir mit dem Kursgewinnverhältnis darüber, nämlich bei 17,66 und damit ist der Titel aktuell kein Schnäppchen mehr. Wer sich genau umschaut, der wird allerdings im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung aktuell durchaus noch günstig bewertete andere Wachstumstitel finden. Und ich rede hier nicht nur unbedingt von Lockheed Martin. Es gibt die eine oder andere Abstaubermöglichkeit in diesem Sektor, auch ohne, dass man sich jetzt auf irgendwelche Rüstungskonzerne stürzen muss. Also, es ist durchaus möglich, dass jeder seine individuelle Zahltagsstrategie so anpasst, dass der Fokus entweder mehr auf Dividendenwachstum und zukünftige Dividendenerträge gerichtet ist oder auf aktuelle Dividendeneinkünfte. In erster Linie ist das für mich eine Frage des Lebensalters und des Anlagehorizontes. In diesem Sinne, passt auf euer Geld auf. Tschüss, euer Nils Gajowi.